Ursula ist bereit, er ist schön. Oh ja, mit der sexy Pose. Was ist das? Wie wartet er da? Auf was wartet er da? Ja, jedenfalls machen wir weiter, Freunde. Aber ich habe vergessen, wohin. Okay, nee, ich hab... Nein, wir müssen unsere anderen neue Freunde finden, die einen Kubus in sich haben, so wie Vegeta. Ich glaube, das war's. Ah ja, siehst du, das siehst du mal. Egal was ist, ab jetzt immer zu den Missionen, aber zu den Schlüsselmissionen. Ey, jetzt nächste Schlüsselmission. Mich irritiert das so, dass ich Kreis drücken muss. Okay, X ist springe ich aus der Standen. Aber hier muss er wieder X drücken. Naja, so, und ich würde mir wünschen, dass da... Oh, was? Kann man da eins auswählen? Wir gehen einfach von oben nach unten das große Reine machen. Jetzt bin ich doch gespannt, was hier abgeht. Beim großen Reine machen. Was könnte es damit auf sich haben? Wir haben einen Bericht aus Hongkong erhalten. Venoms. Ursula, Vegeta. Ich entsende euch beide. Hoffentlich wird das zumindest einigermaßen unterhaltsam. Achso, das war Vegeta. Hoffentlich wird das ein bisschen... Hoffentlich wird das zumindest einigermaßen unterhaltsam. Na schön, Ursula, du darfst mitkommen. Ich wollte gerade, du darfst nicht mitkommen sagen. Aber halt mich nicht auf. Du siehst aber komisch auf, Vegeta, dafür, dass du eine Fratze ziehst. Alright. Ja. Es gab ein Spiel, dessen Ladezeiten, die waren so lang. Da musste ich sie einfach mit Pausen füllen. Willkommen zu der Pausenshow, Freunde. Heute wieder Jump Force Part 3. Danke. Oh, no, Madam. Also bist du diejenige, die einen Job für mich hat? Ja, und ich weiß alles über dich. Du bist Ryu Saber, der City Hunter. Oh, der City Hunter. Ein Meisterschütze und ein professioneller Detektiv. Das muss mein Glückstag sein. Ich treffe eine hinreißende Dame wie dich, die bereits alles über mich weiß. Ich möchte dich anwerben. Schön für dich. Aber ich bin nicht ganz billig. Wow, 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 wow. Freunde, wir sind immer noch unter FSK-Schutz. Eine Scheißbeinheit. Ey, ey, was ist das für ein Game? Was für ein FSK? Wie viel hat das? Bin dabei. Ah, jetzt verstehe ich, warum sie dich ein City Hunter nennen. Alter, das sind eine ganz falsche Richtung auf. Wo sind diese verdammten Venoms? Ey, City Hunter! Wer bist denn du? Oh je, der hat sich schon verliebt vor Valentinstag. Beziehungsweise, wahrscheinlich sieht das sogar am Valentinstag. Der hat sich zum Valentinstag verliebt. Oh je. Der City Hunter. Da wurde er selbst gehuntet. Ja. Und willkommen zur nächsten Pausenshow. Ryu Saber an sich finde ich ein cooler Charakter. Ich konnte ihn testen ausgiebig. Ich finde ihn an der Stelle richtig interessant, weil der kämpft mit seinen Waffen aus. Auf einmal packen Raketenwerfer aus und diese Raketenwerfer, die verfolgen auch einen. Also den Gegner in dem Fall. Und ich finde, das ist schon intuitiv gemacht. Let's go. Oh. Den Rücken rein. Jetzt komm mal ran, Junge, jetzt steigt jetzt was los. Hey, wir haben uns getroffen. Ja, alles klar. Stopp, das ist ein Super-Deck. Oh, 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 oh. Ja, das riecht. Nein, das muss ich wegmachen von das. Weil normalerweise das, kann man das bei Gaara kombinieren mit dem Wüstensarg, aber ich habe den Wüstensarg nicht. Der tut erst ein Packen im Wüstensarg und dann kannst du darauf direkt die. Das ist
die Superdeck von Grad machen, weil das dauert zu lange. Das ist. Das dauert zu lange, bis er da seine Fingerzeichen mal aufpappt oder hinbekommt. Aber cool, jetzt haben wir Ryo besiegt. Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze verlaufen wird mit den einzelnen Schüssenmissionen, weil wir müssen jetzt im Prinzip quasi einen Charakter nach dem anderen befreien. Und ob das quasi gerusht wird, ob es schon jetzt das war mit Ryo, ich glaube aber nicht. Ich denke, da kommt noch so. Es wird stepweise, schätze ich, gehen. Wenn es schon durch ist und wir Ryo befreit haben, dann wäre es ein bisschen. Gucken wir mal. Aber es wäre auf jeden Fall schon. Wird schon schnell gehen. So, jetzt Ryo aufstehen, komm. Dieser Kerl ist wirklich ein erfahrener Krieger. Oh, so schnell, schnapp dir den Kubus. Okay. Ach, und dafür brauche ich auch Ladezeiten. Alles klar. Dankeschön für die ganzen Wartezeiten. Ich hab ja so viel Zeit. Wir drehen ja kein Let's Play, sondern wir machen eine Pausenshow. Willkommen zu der Pausenshow von Osaru während dem Let's Play von Jump Force. Alles andere. Und hier ist er, die J-Force könnten jemand wie ihn brauchen. Ryosa, ja, wir haben ihn schon befreit. Was? Wie geht's euch an? Ja, ernsthaft, der soll uns helfen. Woher kommst du denn, du Dackel, du? Schätze ihn nicht, er ist ein würdiger Gegner. Konaneru. Er weiß, wie es auf ein Schlachtfeld aussieht, so wie ich. Ich habe gehört, dass wir einen neuen Verbündeten haben. Ist er das? Wir haben dieselbe Frise, by the way. Oh! Oh, wow, das ist echt mal ein nice Gerät, du. Ey, wo guckst du denn hin, sag mal? Hey, Baby, wir sollten uns mal besser kennenlernen. Wie wär's? Für wen hältst du eigentlich? Bleib mir ja vom Leib. Vielleicht ist er ein Camper, aber er ist kein Charmeur. Oh, ruhig, du sagst es. Wie geht das still? Okay, nehmen Sie es. Das ist schon witzig, das Game. Das ist nicht schon lustig, weil das ist geil, ist ein Game einfach, dass viele Charaktere aus verschiedenen Animes zusammentreffen. Und tatsächlich, schau mal, okay. Ja, vielleicht habe ich damit also auch nicht so ein Problem, denn wir können direkt den nächsten holen. Es kommt zu den Missionstresen. Schlüsselmission, wie gesagt. Und dann naive Jungs. Naive Jungs, bin ich gespannt, wer damit wohl gemeint ist. Naive Jungs, wisst ihr es schon? Naive Jungs. Gab es ein. Gon und Killua. Ah, nein, ich habe den nicht gesehen. Ich habe es davor gewusst. Aber Boruto mich unterstützen, let's go. Dieser Junge hier ist Gon Freaks. Unsere Informationen über ihn zwar unvollständig, aber wir wissen, dass er sehr mächtig ist. Aktuell steht unter Kontrolle eines schwarzen Kubus. Oh, Boruto hat versucht, ihn aufzuspüren, aber vergeblich. Wir werden also den Plan ändern. Ich schicke euch zwei. Alles klar. Ich kann das allein, das habe ich nicht noch. Junge, ich habe mich entschieden, Boruto, und du folgst meiner Anordnung. Natürlich arbeiten wir zusammen. Finden wir den Bengel. Ja, finden wir auch. Die Szene mit Ryo. Keiner weiß, ey, warum. Wie geil die das gemacht haben. Jetzt bin ich schon, was Boruto und Gon zu reden haben miteinander. Das ist interessant halt an der Stelle, finde ich. Galena haben wir jetzt ab und zu gesehen. Aber wo ist Kane? Irgendwo hier sollte er eigentlich sein. Dort! Oh, was sind das für rote Augen? Ich weiß, der Dirk hat einen anderen Wunsch, aber ich kann es alleine, hat sich einfach so. Ja, Boruto, du mit deinem Napoleon-Komplex, Digga. Machen wir mal langsam jetzt. Ich bin doch auch da. Ja, du. Hey, du, Junge! Heute schaffen wir das aus der Welt. Da muss ich mich nicht einzeln zurückhalten, ne? Wie? Gut, na komm schon, Boruto, du musst keine Angst haben. Hä? Hey. Ja, wow. Danke. Also, musste das sein, Boruto? Konnte ich nicht einfach dazukommen, ey. Oh mein Gott. Immer muss er beweisen, dass er irgendwas drauf hat. Aber am Ende des Tages ist er einfach nicht drauf. Mehr oder weniger. Naja. Genau. Wenn zwei Verfolgungsmanöver aufeinander treffen, werden beide unwirksam, okay? Klingt dann. Eine wirklich realistische Frage. Was, also, for real. Stören euch so lange Ladezeiten von so einem Spiel oder könnt ihr sagen, ich kann das verstehen? Aber nach jeder Sequenz eine Ladezeit. Oh. Oh, wow, 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 wow. Springst, was?
Oh. Ich denke immer, auf der Taste ist der Angriff von Zorro. Ah, ich soll mich beim Umstellen. Aber Zorro ist 3. Oh, wie du den gepackt hast. Oh oh. Okay. Komm, alles gut. Hol mir nur Killwire. Oder Hisoka. Hisoka wäre nice. Hisoka wäre nice. Ganz ehrlich, ich habe auf einen Meruem gehofft und ich hoffe, Meruem wird ein DLC-Charakter. Meruem würde ich gerne sehen in dem Spiel. Auch Madara. Weil Madara war in J-Stars, wenn ich alles nicht verstanden habe in den letzten Tagen. Aus den, ja, wo ich es gesehen habe, aus den Quellen und whatever. Aber Madara würde ich mir auch wünschen, auf jeden Fall. Als jetzt die Charakter. Also Madara, Freunde. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder gelesen habe, gesehen habe, dann war Madara in J-Stars und jetzt nicht mehr drin. Ist es vorbei? Alles klar, wir haben es geschafft, Osaru. Los jetzt, Osaru, du hast deine Chance. Achso, Umbras Kubus wird geborgen. Speedy. Ich finde meinen Navigator nice, so ein kleiner Affe, aber oh mein, ja. Eine Sequenz nach der anderen. Das ist doch sowas von nervig. Oh Mann. Da brauche ich erstmal pures. Pures Wasser. Ja, ihr merkt schon, auch bei den Pausenshows werde ich ein bisschen verrückt. Oh, okay, ist egal, dann schau. Achso, dieser Direktor. Oh, auf einmal ist immer da. Ey, Gon, was geht ab? Jetzt auch am Start. Wie cool, ja. Ich kann mich nicht an erinnern, außer dass ihr wirklich hart gekämpft habt, um mich zu retten. Ja, kein Ding. Dafür danke ich euch. Alles gut, mein Freund. Nicht der Rede, ich habe nur meinen Job gemacht. Ja. Nun, danke trotzdem. Ich bin übrigens Gon. Und du? Boruto, angenehm. Sieht so aus, als bräuchtest du unsere Hilfe gar nicht. Heißt für unsere neuesten Gefährten willkommen. Let's go. Willkommen bei der Jump Force. Unser Direktor sieht, by the way, aus, so als würde er aus dem New Yorker Café. Einfach so nach der Mittagspause. Ah, weißt du was, fertig, Direktor, fertig. Weiter geht's, ey. Jetzt wollen wir hier am Fließband die unsere Gefährten rekrutieren. Schwindler, wer könnte ein Schwindler sein? Glaube nicht, dass Hisoka ist direkt nach Gon. Schwindler. Blackbeard oder was? Danke, dass du gekommen bist. Also habe ich dich jetzt an der Wacke, wie? Nicht, dass uns beide verlaufen, du. Nein, erzähl uns ja, was Sache ist. Nun gut. Wir haben einen Bericht erhalten, wonach eine unbekannte Person Venoms in Paris besiegt haben soll. Wer auch immer das war, er stammt von einer der Jump-Welt wie ihr. Jetzt wird die Sache interessant. Ihr beide werdet die Person suchen und für unsere Sachen gewinnen. Verstanden, aber ich habe noch eine Frage. Was, wenn diese Person sich weigert? Lol. Dann werdet ihr das sozusagen eigen Ermessen lösen. Alles aus, du. Yuxu! Also, weil ich die One Piece Map gesehen habe, denke ich, es wird Blackbeard sein. Schauen wir mal, ein Schwindler. Blackbeard ist ein legit Schwindler. Ja, aber ich bin halt nur auf Blackbeard gekommen, direkt weil ich die One Piece Stage gesehen habe im Hintergrund. Spaß, wir sind in Paris, schau. Ich habe die ganze Zeit schon so ein mulmiges Gefühl. Ich glaube, wir werden verfolgt. Warum finden wir das nicht raus? Zeig mich, wenn du töten willst, dann komm. Hisoka, lol, tatsächlich. Schwindler direkt Hisoka. Krass, doch. Da war der erste Gedanke richtig. Sehr gut, ihr habt bestanden. Krass. Hey, sieh mich nicht so an, sonst werde ich noch ganz aufgeregt. Ich sehe ganz brav aus. Ihr seid bestimmt spaßiger als die Schwächlinge. Schwächlinge? Also hast du die Venoms erledigt? Ah, Venoms heißt ja, also das wusste ich nicht und ist mir auch egal. Achso, Hisoka, der wurde nicht besessen, der ist nicht besessen. Der will einfach Beef haben. Bereit, ihn auszuschalten. Let's go. Ah, okay, korrekt. Auch nicht schlecht. Das ist immer so. Das ist ein bisschen anders, wird, sag ich mal. Hisoka, aber ja, ob sie sich uns anschließt? Wenn ich sage, dass ich Gon habe, kommt er sofort wahrscheinlich. Ja, guck mal. Vielleicht kühle ich ihn mit Gon. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so korrekt wäre. Aber was soll's.
meine, wir müssen sie ja holen, ne, unsere Homeboys. Ob so oder so. Genau. Ob so oder so. Oh, jetzt. Wow. Oh, ich darf nicht kommen sehen. Oh mein Gott, ich liebe Schwertkämpfer. Das Geräusch einfach ist schon richtig geil. So satisfying. Und dann noch Zoro. Boom. Oh! Bungee. Okay. Oh mein Gott, die haben Zoro so geil gemacht. Komm mal ran, Beyblade! Lass los, Zoro! Was machst du? Bist du... Speedy. Wie lange hat denn das gedauert? Aber gut. Jetzt will ich schon, was Hisoka, unser alter Knabe, hier sagt. Stärken und Schwächungen. In dem Jay's Fähigkeiten unterstützen wir und fertigen uns. Okay, danke für den schnellen Tipp. Also, so schnell konnte ich leider nicht lesen. Genau. Ja, nach und nach sollten wir gewisse Sachen bekommen. Dann bin ich mal gespannt, inwiefern wir das jetzt schon verwerten können, sage ich mal. Wegen unseren Fähigkeiten etc., was ich gerade gelesen habe, J-Fähigkeiten und so. Ob wir neue Fähigkeiten bekommen etc. Wie gefällt dir das? Sorry, wie langweilig. Was? Und ich dachte schon, dass ich aufgeregter sein würde. Warum versuchte ich mich zu töten? Die Frage gebe ich gerne zurück. Ah, jetzt eskaliert's. Oh mein Gott, du hast begonnen, dich zurückzuhalten, nicht wahr? Oh mein Lieber, ist das nicht offensichtlich? Aber ich fürchte, den nehmen, die musst du noch ein wenig reifer werden. Oh, blau. Also dachte ich, ich warte, bis die Zeit für einen Mal gekommen ist. Wie auch immer, du hast was von Anschießen gesagt. Soll ich mich euch etwa anschießen? Ich hab gone, komm. Ja, komm mit Hisoka. Schon gut, ich werde brav sein, versprochen. Wenn der gone sieht, oh je, oh je, oh je. Wenn der gone sieht, dann haben wir die FSK-Schwelle überschritten, Leute. Für den heutigen Part. By the way, Hunter Hunter, kann ich jedem empfehlen, den Anime. Aber jeden... Kids nicht, okay? Kids vielleicht nicht. Aber ich sag mal Teenies. Teenies können damit anfangen vielleicht. 16, 18. Dann könnt ihr Hunter Hunter von mir aus ansehen. Genau. So, dann würde ich sagen, das Ganze läuft doch wie am Schnürchen. Machen wir noch unsere letzte Mission für heute. Unsere letzte Schlüsselmission. Der stumme Student. Ich habe jetzt legit an Kurapika gedacht, aber ob jetzt wieder ein Hunter-Charakter kommt, weiß nicht. Aber Kurapika ist ja nicht allzu stumm. Ich weiß nicht, warum ich was mit dem Stift habe, aber... Ich will, dass er nach Mexiko reist. Oh mein Gott, Mexico City. Dort soll es einen Krieger mit einer dunklen Aura geben. Verstanden. Einfach so. Fertig auf euch. Na, ja, geht auch so. Wenn jemand nicht gesprächig ist, dann... Ist halt nicht gesprächig. Aber der stumme Student. Nee, diese Mumie ist doch kein Student. Wer wäre der stumme Student? Oh! So, Warudo! Genau, das ist Dio. Jotaro, du kannst dich gewinnen, egal wie sehr du dich anstrengst. In dem Moment, als du dich deiner Wut ergeben hast und ein Sklave des Umbra Kubus wurdest. Hast du in Zukunft auch deine mächtigste Waffe verloren? Sond? Oh mein Gott! Humpf, noch mehr Ungeziefer, um das ich mich kümmern muss. Dort ist er, das ist der Richtige. Alter, Dio! Dio ist richtig cool. Es geht los! Oh mein Gott, wie geil! Joe's Bizarre Adventure habe ich auch neulich erst angefangen. Ich finde aber Dio richtig krank.
Aber bei dem Dio war ich noch nicht, sag ich mal. Aber trotzdem, ich bin ja drauf gespannt, was dieser Dio drauf haben wird. Oh mein Gott, wie cool. Aber wir kämpfen jetzt gegen Jotaro wahrscheinlich erstmal. Ja. Ja, der ist der stumme Student wahrscheinlich dann. Oder vielleicht sind's. Ja, egal, gucken wir einfach mal. Let's go! Kann ich auch, Junge, was ist los? Warte, vielleicht kann ich das schaffen, was. Kann ich das zeigen, was ich gemeint habe mit Kara? Und zwar. Einmal Wüstensack drauf und dann Sandtsunami. Kreis. Welchen krieg natürlich. Moment. Nein. Mit dem muss ich ihn kriegen und dann kann ich mein Tsunami drauf ballern. Das ist so die Combo eigentlich, schätze ich. Oh mein Gott. Ne, es hat nicht funktioniert. Ich hatte ihn nicht, aber ja. Irgendwie doch. Ich kann meine Super-Deck schon aktivieren. Ja klar, ich bin schon away. Oh nein, es ist schwer zu treffen. Ich hab noch keine Kombo, in dem ich einen Gegner so gut damit treffen kann. Nee, Mann, ich hab dich getroffen. Es ist schwer zu treffen, um ehrlich zu sein. Aber! Jetzt reizt du mit euch. Oh! Nein, was machst du? Falsche Taste! Nein! Der hat uns. Meine Rippen! Ich verliere einfach. Das ist halt genau das. Aha, denkt ihr, das war ein Bait! Sunbait! War du jetzt Lichtgranate gewesen? Ich habe das, glaube ich, auf Part 1 mit Höllengranate verwechselt. Egal. Cool! Jetzt kommt bestimmt wieder eine richtig lange Szene und ja, vielleicht auch nicht. Jedenfalls, wie gesagt, ich fand das cool. Mit den Missionen und kurz, was heißt Abwechslung, aber ich fand's cool, dass wir die quasi befreien mussten. Ging relativ schnell, finde ich. Da habe ich auch quasi so einen Ansatz für mich. Ja, einen Schluss zu setzen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit so ziehen. Dass wir die ganze Zeit einfach nur andere befreien. Bis sie alle befreit haben. Tu es, Osoru! Omo des Kubus wird geborgen. Achso, schön, dass wir es gesehen haben. Jotaro, hey. Was geht ab? Wo bin ich? Mexiko. Wir können später reden, wir schütten hier, bevor die Venoms auftauchen. Oder so. Ja, Dio lassen wir da an der Stelle. Alles klar, verstehe. Alles klar, Freunde. Dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Zu diesem Part. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Falls ihr neu seid und euch das Ganze gefällt, drückt auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall an der Stelle. Und vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Wir gehen richtig steil. Kurz vor den 20k sind wir wirklich kurz. Und ansonsten, was hat unser Direktor zu sagen jetzt? So guck ihr, so. Jotaro Kujo, willkommen in der Umbrabasis. Die Heimat ist am Fusch. Genau dich. Oh Mann. Ein Geheimbass und jede Menge Helden, die so aussehen, als wären sie einem Manga oder Anime entstiegen. LOL! Du bist aber auch eine Art Held. Du bist körperlich topfit und Gebiet ist über die Mächte deine Stands. Du hast deine Hausaufgaben also gemacht. Was? Ja, hab ich. Wir wissen nicht viel über den in unserer Welt reinkarnierten Dio. Reinkarnierten Dio. Entweder lese ich das falsch oder was? Wir wissen nicht viel über den in unserer Welt reinkarnierten Dio. Wow. Aber wir haben eine Theorie, was die jüngsten Vorkommnisse angeht. Wir glauben, jemand verwendet die Venoms als Ablenkung, die Familie Joestar zu verfolgen. Habe ich recht? Oh je, du hörst es aber weit her. Du bist wirklich clever, alter Mann. Nun gut, sie haben sich meinen Respekt verdient. Alles klar. Dann ist das, glaube ich, unser Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie gesagt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.